Ja, moin moin meine Tippfreunde. Ich melde mich nochmal hier aus dem Homeoffice, aus dem kalten Hamburg. Jetzt müssen die restlichen Tipps laufen. Den HSV habe ich getippt. Da habe ich ein 2-1 für uns getippt, aber mit sehr großen Bauchschmerzen. So, das dazu. So, wir wollen mal anfangen. Der 16. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Heute Abend SV Wien gegen Braunschweig. Wien Favorit Braunschweig wieder verloren. Also ich würde sagen, Braunschweig ohne Uja ist ja nur die Hälfte wert. Das gewinnt Wien 1-0 heute Abend. Dann haben wir Hannover 96. Die haben mit 10 Mann natürlich sehr unglücklich noch verloren, das muss ich schon sagen. Haben gut gegengehalten, haben gekämpft und gemacht und getan, aber trotzdem 1-0 in Paderborn verloren. So, und beim KSC kann ich das einfach sagen. Da hat der Aydekin Rostock das dritte Tor aberkannt, was für mich eine Frechheit war. Aber ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Also ich sag mal, das gewinnt Hannover 96 3-1. Dann haben wir Kräuter Fürth gegen Magdeburg. Magdeburg, also ich habe mich gefreut für meine ganzen Kollegen da oder meine Freunde Tietz und Konsorten Ito. Unser Arslan ist auch noch da. Alles Gute. Also sie haben gewonnen und jetzt ist Tietz wieder fest im Sattel, nehme ich an. Aber Kräuter Fürth zu Hause in der Macht hat einen Lauf. Der Zorniger macht da gute Arbeit. Also wir werden das erleben. Der ist unter den ersten vier Weihnachten. Pass mal auf, das gewinnt Kräuter Fürth 1-0. Dann haben wir FCK gegen Hertha. Ja, gute FCK ist wieder in der Spur. Die haben mit den Gramozis einen wunderbaren Zweitligatrainer da. Der kennt die zweite Liga. Ich mochte Gramozis vorher auch mal bei uns beim HSV kurze Zeit. Ein guter Junge, kennt die zweite Liga, guter Trainer. Und dann muss man auf den Plätzen, der kannst du doch gar nicht verkehrt machen. Wenn sie alle kämpfen da, dann ist der Plätzenberg, dann sind die Leute zufrieden. Wie hier auch in Hamburg, wenn sie alles geben, dann sind sie zufrieden. Aber unter Dirk Schuster, das tut mir schon ein bisschen leid, dass sie den entlassen haben. Ja, dann haben wir Hertha, das haben wir ja gesehen. Wenn du Riese rausnimmst aus dem Spiel, dann machen sie gar nichts mehr. Ich sag, das gewinnt der FCK 3-0. Ja, dann haben wir HSV Paderborn, wie gesagt, 2-1, aber mit riesigen Bauchschmerzen. Unser Meffert ist nicht dabei, unser Jonas, den haben wir meist die Dinger nicht gewonnen, wenn Jonas nicht dabei war. Ich wünsche, ich hoffe, dass er wieder eintritt. Aber am Volkswagen ist alles möglich. Ich nenne nur noch den HSV, die Wundertüte. Das ist eine Wundertüte, alles klar. So, dann haben wir natürlich Osnabrück noch gegen St. Pauli. Brauchen wir nicht diskutieren, St. Pauli hat einen Lauf, da brauchen wir auch wir können auch lästern, wie wir wollen, auch wenn ich den Hürzeler nicht mehr so richtig mache und keinen Respekt habe. Aber er hat die Truppe gut im Griff. Die fahren da hin und machen nicht viel Theater. Die hauen noch ein paar Dinger rein, dann ist das Thema durch, dann setzen sie sich wieder in den Flieger und fliegen nach Hause. Also St. Pauli, klarer Favorit. Osnabrück hat keine großen Chancen, aber hat wieder eine Chance. Vielleicht nutzen sie die. Also ich tippe mal ein, dass St. Pauli das 2-0 gewinnt. Dann haben wir Düsseldorf-Holstein, für mich ein Spitzenspiel. Beide werden oben noch mit reingucken zu Weihnachten, da bin ich von überzeugt. Aber irgendwann werden sie auch wieder Einbrüche kriegen, auch Holstein Kiel, da bin ich von überzeugt. Aber Düsseldorf hat eine gute Truppe. Die spielen nach vorne, die spielen mit den Jungen da vorne, nur nach vorne und geben Feuer da. Also ich freue mich, das Ding werde ich mir auch noch mal reingucken Sonntag. Holstein gegen Düsseldorf. Also ich tippe mal eins, das wird ein 2-2. Da werden Tore fallen, da bin ich von überzeugt. Da haben wir Schalke gegen Rostock. Der Schalke ist betrogen worden beim KSC durch Aydekin oder durch den scheiß Kölner Keller. Das war ein Tor und nichts anderes. Das war kein Stürmer, Foul, das war ein klares Tor und nichts anderes. Da ist Rostock betrogen worden in meinen Augen. Ja gut, und Schalke hat ja ein bisschen Aufwind gekriegt, aber hat noch lange nicht gewonnen in Rostock. Ich tippe mal ein gutes 1-1 ein. Dann haben wir Elversberg gegen Nürnberg. Ja, Nürnberg hat eine ganz junge Truppe, das merkt man. Du kannst in der zweiten Liga nicht nur mit Jugendfonds spielen. Und auch Christian Martina, mein Kollege, mein Freund, ich mach den Jungen ja, aber er hat ja immer so eine Drops drauf. Manchmal hält er wie Weltmeister und manchmal haut er auch dreimal über den Ball. Aber Christian, alles Gute für dich und für den ersten FC Nürnberg sowieso und für Elversberg auch. Elversberg hat eine gute Truppe, zu Hause sind die noch besser.
Also ich würde sagen, das gewinnt Elversberg. Na, ich tippe mal 1-1-1, dann habe ich Ruhe im Kalender. Oder alles gut. So, dann wünsche ich euch alles Gute. Ich wünsche euch einen guten zweiten Advent, netten. Und feiert man schön. Ich bin immer noch satt von dem Pokal. Bei mir ist die Feierei, ist mir vergangen. Was der HSV in Berlin gespielt hat. Und da wird wieder schön geredet hier teilweise. Junge Leute hin und junge Leute her, höre ich auf die Pressekonferenz. Das gibt mir gute und schlechte Fußballer. Junge und alte gibt's nicht. Tim, das müsstest du doch am besten wissen. So, hau rein, ist Tango. Tschüssi. Ich hab die Schnauze voll, aber die Tipps müssen laufen. Tschüss. Gruß aus Hamburg.